Willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2 und wir sind hier im Singleplayer und zwar auf der Kartenkombination, die besteht aus ProMods Map, Russ Map und Balkan Projekt und auch Ägypten. Das ist alles installiert, obwohl ich da in diesem Ägypten seitdem nicht mehr war, seitdem ich das vorgestellt hatte. Wir sind hier im tiefsten Russland und das ist quasi so mein Profil, mit dem ich so unterwegs bin. Ich hatte ja, weil ein Fehler in meinem Profil war, mit dem ich so, ja, ich sag mal, privat unterwegs war, musste ich löschen, neues anfangen und jetzt habe ich vor einiger Zeit ein neues angefangen. Und mit dem fahre ich durch die Gegend, da nehme ich euch jetzt auch mal mit wohl. Zunächst einmal wollen wir die Map aufrufen, dann könnt ihr sehen, wo ich bin. Also hier ist Moskau, wir sind jetzt hier oben da in diesem, wie heißt das? Vyshny Volochyok, irgendwie sowas, irgendwas Russisches. Und hier sind natürlich ganz interessante Gebiete, mit ja, wo man quasi nur Schritt fahren kann. Also gefällt mir gut, ist also dieser Russ-Map-Bereich hier. Und ich habe da auch gleich mal noch eine Frage, aber erstmal holen wir uns mal einen Auftrag, ne? Ja, wie gesagt, ich habe neu angefangen. Bin jetzt irgendwie Level 14, glaube ich, oder so. Und habe auch schon Kiel ausgebaut, kann ich auch mal eben zeigen. Machen wir hier. Firmenmanager, Garagenmanager. Genau, Kiel als große mit 5. Und da habe ich dann eben auch Angestellte, ne? Die alle unterwegs sind. Ich habe aber ordentlich Schulden, um das jetzt alles so ausbauen zu können. Ja, kann man hier sehen. Da ist einiges. 4 mal 50.000 und 2 mal 10.000 noch. Weil ich habe die Halle ausgebaut und dann noch 2 LKWs geholt, damit das jetzt mal ein bisschen vorangeht. Hier mit dem Geld verdienen. Okay, ja, ich habe noch nicht weiter ausgebaut den LKW. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Kohle für und die Level für, aber da bin ich auf einem guten Weg. Gut, jetzt erstmal hier. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Was haben wir? Wir sind da. Odenske, dieser Island. Könnten nach Island fahren. Ja, wäre nicht schlecht. Ne? Ist gut bezahlt. Island ist auch gut. Obwohl ich ja eigentlich mal nach Ägypten möchte. Aber hier fahre ich viel mit der Fähre. Und das bedeutet, da geht viel Zeit drum. Gerade weil das hier so eine lange Reise ist. Und meine Mitarbeiter verdienen in der Zeit. Ne? Ich muss ja gucken, dass ich meine Schulden bezahle. Deswegen nehme ich die mal an hier. Die Fahrt nach Island, wobei mir ja Island sowieso wirklich gut gefällt. Die nehmen wir. Was fahren wir denn? Zucker. Der zuckt wahrscheinlich den ganzen Weg. Der Zucker, deswegen heißt er ja Zucker. So. Karre an. Na, schauen wir mal. Jetzt habe ich gar nicht wieder mal wieder gar nicht geguckt, wann das abläuft. Erst mal bremsen ist manchmal ein bisschen komisch, ja. Deswegen habe ich jetzt mal abgebremst. Ich sehe nichts, deswegen frage ich den mal, ob das vielleicht hier schon ist, ne? Kann ja sein. Ha, prompt. Na, das ging ja schnell. Das war ja einfach. Läuft auch in einer guten Stunde ab, also hätte eng werden können. So, da gucke ich mal außen. Ist das leicht? Ist ja perfekt. Ja, die Rückwärtsgangkarre rein und dann gucken wir, dass wir den gleich schnappen können. So. Gut. Okay. Na dann los. Sind wir schon auf dem Weg. So schnell geht das. Ja, nun komm in Wallung, Knatterpack. So. Ja. Ist ein bisschen eng hier. Ach, jetzt erinnere ich mich, das war ja so eine enge Geschichte hier. Ja. Passt das? Mal gucken, ob wir hier so rauskommen. Das war ziemlich eng alles. Bis jetzt sieht das ganz gut aus. Die Kollegen wollen wir auch nicht platt fahren. Ah, da hänge ich fest, ne? Ja, da schramsen wir so ein bisschen vorbei. Aber ich glaube, es hat nicht gereicht,
um mir einen Schaden zu machen. Im Moment muss ich hier, ja, da muss ich raus, genau. So. So einfach ist das. Ja, das ist hier ein bisschen verschachtelt. Ich habe auch ein bisschen gestaunt, als ich hier eingeparkt hatte. Letzte Mal. Das war nicht in einem Let's Play. Ich spiele ja auch schon mal so für mich. Zur Entspannung so ein bisschen rumfahren. Und da komme ich dann auch zu der Kardinalfrage, die ich euch stellen möchte. Es hat mal einer geschrieben, ja, verdammt, ist schon ein bisschen weiter gewesen. Ich hätte ja so gerne mal gesehen, ne? Ich glaube, der Opa war das. Der rostige Nagel da, ne? Der hat geschrieben, er hätte das ja gerne mal gesehen, wie ich so am Anfang mich so quäl. Ich quäl mich nicht, ich bin da gut. Ich fahre die meisten Touren auch ohne Abzüge und kriege das schon hin. Also da quäle ich mich nicht. Wie geht's jetzt weiter? Klar, immer wieder mal zwischendurch mache ich auch mal ein paar Folgen im Multiplayer, aber überwiegend fahre ich im Singleplayer, einfach weil es interessanter ist. Die Maps sind größer, da ist KI-Verkehr. Ne? Ich sehe den Multiplayer mehr so als Interview und eben so ein Let's Play Together. So, ne? Dafür nehme ich den Multiplayer. Überwiegend möchte ich aber lieber auch im Singleplayer fahren und auch die Let's Plays machen. Und da ist jetzt die Frage, wie gehe ich da weiter vor? Und zwar habe ich mir überlegt, es gibt drei Möglichkeiten. Was soll ich dazu sehen? Da. Ich muss jetzt hier links. Drei Möglichkeiten. Ich habe ja hier dieses Profil, das ist ja jetzt schon, weiß nicht, zwei, drei, vier Wochen alt. Habe mich bis Level 14 hochgearbeitet und schon so ein bisschen angefangen. Ich könnte natürlich sagen, okay, das ist mein privates Profil, mit dem fahre ich ja ohnehin so ein bisschen durch die Gegend. Und immer wenn ich eine Folge aufzeichne, dann nehme ich euch mit. Nur wäre das natürlich so, dass immer zwischendurch mal Lücken sind, wo ich eben nicht aufgezeichnet habe, wo ich mal ohne die ganze Zeit moderieren zu müssen, so ein bisschen entspannt gefahren bin, was ihr natürlich nicht seht. Das wären also immer so Folgen, so ja zwischendurch mal reingucken, was ich so im ETS 2 gerade mache und wo ich so bin und wie weit ich bin. Im Prinzip wäre es das. Das wäre die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre, ich mache zum Beispiel jetzt, wenn wir die Folge hier soweit fertig haben, speichere ich den ganzen Krempel und beim nächsten Mal fangen wir dann von da aus an. Mein privates Spiel mache ich auch von da aus weiter, aber das speichere ich extra. Das heißt also, ich würde quasi mit Hilfe von Speicherständen hier ab hier aus aufsplitten. Einmal in die Schiene ohne Let's Plays und einmal die Schiene mit Let's Plays. Das wäre die Möglichkeit 2. Ich hoffe, das ist verständlich, wie ich das meine. Sonst einfach Fragen in den Kommentaren, erkläre ich das noch ein bisschen. Oh, da wird geblitzt, schnell da wie 60. Ja, ein bisschen flotter fahren hier. Und die Möglichkeit 3 wäre, und die fände ich eigentlich gar nicht schlecht, ich mache ein komplett neues Profil und fange ganz blutig bei 0 von vorne an. Und dann geht das eben von da aus immer weiter, ne? Dass ich dann eben erst mit diesen schnellen Aufträgen anfange und Geld verdiene. Und dann kann man in den Kommentaren sich darüber auslassen, ob ich einen Kredit aufnehmen sollte für einen eigenen LKW und so. Oder ob ich alles erst zusammenfahren soll und so weiter und so fort. Also richtig von der Pike auf. Diese drei Möglichkeiten. Also Möglichkeit A, entweder ab und zu mal bei mir reingucken und hier und da mal ein Stückchen mitfahren in den Let's Plays. Den Rest fahre ich eben ohne Aufnahmen. Möglichkeit B, von hier aus machen wir dann die Let's Plays zusammenhängend. Ich mache aber dann parallel noch mit anderen Speicherungen, dass ich für mich alleine weiterfahre. Oder Möglichkeit C, ich fange ganz neu an. Was ich eigentlich bevorzugen würde, muss ich mal so sagen. Oh, hier ist aber verdammt hügelig. Es ist auch nur 50 erlaubt. Jetzt ist 100 erlaubt, ja. Naja, gut. Und da bitte ich jetzt mal darum, dass ihr vielleicht in den Kommentaren sagt, was ihr dann am besten finden würdet. Und das, was eben die meiste Zustimmung findet, das wird dann eben gemacht. Meine Erfahrung sagt mir aber, dass ich, wenn ich solcherlei Anfragen mache, dass da meistens ziemlich wenig Resonanz ist. Ja? Ich meine, gut, ich habe ja sowieso nicht so viele Zuschauer, aber selbst wenn ich da so dann irgendwann mal 30, 40, 50, 60 Klicks habe auf dem Video, dass da kaum mal jemand großartig
sich dazu äußert, dann entscheide ich halt selbst. So, jetzt kann es sein, ich weiß noch nicht, wie lange ich warten will, bis ich da irgendwelche Meldungen auswerte. Das heißt also, egal, was in den Kommentaren jetzt dazu zu schreiben kommt, ich werde möglicherweise noch 1, 2, 3, 4 Folgen machen, irgendwie hier oder irgendwas anderes, bevor ich dann eben damit anfange, weil, ja, ich weiß ja nicht, wie lange ich da noch auf irgendwelche Kommentare warte, damit ich in der Zeit, ich habe ja sonst keine weiteren Folgen, in der Zeit noch ein paar Folgen habe. Das heißt also, möglicherweise sind die nächsten 2, 3 Folgen noch anders und ich fange dann neu an. Schauen wir mal. So. Tja. Eigentlich nach Finnland drüber erst, ja. Ich habe das gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass wir zweimal, glaube ich, mit der Fähre fahren. Oder öfter sogar. Oh Mann, ich habe jetzt gar nicht drauf aufgepasst. Fähre kostet ja auch ordentlich Kohle, ne? Ich wollte nämlich eigentlich ganz gerne einen so einen 50.000 Euro Kredit abbezahlen. Aber das lasse ich lieber. Wenn die Fähre so teuer ist oder ich mal noch tanken muss, dann könnte das eng werden. Aber wer weiß. Vielleicht kommt ja von meinen Mitarbeitern gleich ein bisschen Kohle rein. Also wenn ich so an eine 60.000 gehe, dann werde ich wohl... Oh, scheiße. Das war nochmal gut gegangen. Hier war nämlich ein Blitzer. Dann löse ich schon mal den ersten 50.000er ab. Obwohl ich glaube jetzt eine Rate erst, wo du sagst, schon wieder ein Blitzer. Meine Güte, ihr seid aber auch scharf hier. Ist ja grausam. Aber ne, wenn man so sieht, so die Autos, die da stehen, die alten Karren und also Rusmap ist schön gebaut auch. Also passt so richtig gut in den Stil von Promoz, die sowieso eine hohe Qualität haben. Also so sehr ich immer die TSM-Map lobe, muss ich sagen, die hat zumindest eine deutliche Konkurrenz gekriegt. Ich finde es nur schade, ich fahre so gerne nach Afrika runter und das kann man eben hier nicht. Am besten wäre ja, das hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt, ne? Die Promods und die TSM zusammenbatschen. Alles, was die Promods nicht hat, so nach Süden, also Spanien, Italien und so, von der TSM dran batschen. Dann wäre das eine riesige, super geile Map. Aber so ist das nun mal. Die Leute vertragen sich ja nicht, ne? Also nicht wirklich. So, jetzt sind wir hier in Valdai. Valdai. Geht weiter geradeaus, aber das Ampelkön ist rot. Arbeitsagentur, ja. Da drüben kommt eine Werkstatt. Kommt denn da vielleicht auch... Dabei müsste ich eigentlich mal gucken, habe ich denn 0% Schaden? Ah ja, dann ist gut. Vielleicht einen Händler zu entdecken. Ich habe nämlich noch nicht alle Händler zusammen. Es geht stur geradeaus. Ah, jetzt wollte ich gerade hochschalten. Die Ampel rot. War ja wieder klar, ne? Ist gar keine Haltelinie da vorne. Naja. So, weiter. Wir haben hier nur noch 3766 Kilometer zu fahren. Das ist ja fast nix. Ja, wenn ihr also Möglichkeit A bevorzugt, dann wäre die, wenn wir das jetzt also sofort anfangen würden, wäre die nächste Folge vielleicht in Island, weil ich zwischendurch mal ohne aufzunehmen gespielt hätte und würde dann in Island mal wieder eine Folge aufnehmen. Würdet ihr die Möglichkeit B wählen, dann würde die nächste Folge eben tatsächlich von da an, wo wir jetzt aufgehört haben, weitergehen. Aber ihr würdet wissen, dass ich vielleicht auch anders gespeichert habe und privat noch parallel dazu anders schon weitergefahren bin vielleicht.
oder einen anderen Auftrag schon angenommen habe. Und bei Möglichkeit C würde das hier die letzte Folge in diesem Profil sein oder eben die nächste, übernächste und würde dann beim nächsten Mal oder eben übernächsten Mal dann ganz neu bei Null anfangen mit einem ganz neuen Profil. Ja, ich glaube, das habe ich jetzt hinreichend erklärt. Ich habe immer so das Gefühl, das ist nicht so ganz verständlich, wie ich mir das vorstelle, aber sollte doch eigentlich. Ja, so, 5:30 ist jetzt auch richtig hell inzwischen. Ja. Ah, da kommt jetzt breite Autobahn. Ah, da kommen jetzt noch Orte, die ich anscheinend irgendwie anfahre. Wo ich noch nicht war. Okay. Wie schnell darf ich hier? 90. Das können wir dann im 11. machen. Ah, da kommt eine Tanke. Muss ich eigentlich tanken? Nö, Tank ist voll. Da sein. Wir haben jetzt Sonntagmorgen am Freitag, aber das sagt ja nicht viel. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange die Fähre unterwegs ist. Aber ich werde jetzt mal hier auf die Tanke rauffahren. Ah, das war jetzt der falsche. Nee, der 9. soll rein. Und jetzt kommen wir den 7. Weil die Zeit ist um für diese Folge. Da bleibe ich mal eben hier kurz stehen. Und wenn da jetzt schon ganz schnell ordentlich Kommentare dazu kommen mit Entscheidungen, dann kann es sein, dass beim nächsten Mal danach schon gehandelt wird. Also entweder von hier aus weiter oder aber ein Stückchen weiter oder eben neues Profil anfangen. Schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.